Mein nächster Gast ist ein Mann, vor dem Autoren zittern. Wenn er über die Frankfurter Buchmesse läuft, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man geht hin als Autor und sagt, Herr Scheck, hier ist mein Buch, bitte, bitte, möchten Sie es lesen, aber bitte reden Sie nur drüber, wenn Sie es gut finden. Andere verschwinden einfach von der Buchmesse, wenn er auftaucht, weil man weiß, er ist sowas wie der Reich Ranicki des 21. Jahrhunderts. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und endlich wieder meine brandaktuelle Reich Ranicki-Parodie auspacken. Keiner hat es je gemacht. Bitte begrüßen Sie Dennis Scheck. Herr Scheck, herzlich willkommen. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Jetzt haben Sie mich ja kurz erschreckt. Warum? Ich dachte, der Alte sei auferstanden. Was hätte Reich Ranicki über Sie gesagt? Ach, das hat er mir selber gesagt. Was denn? Bei unserem Scheck, gehen Sie nach Hause! So ähnlich war das. Scheck, Sie reden viel Scheiße. Aber was Sie da gesagt haben, das war nicht schlecht. Das eine Mal. Das eine Mal. Ja. Der war so, ne? Ja. Ich musste sehr lachen, als ich Sie vor der Show in der Garderobe sah, wie Sie da saßen. Und Sie haben da gesessen und haben natürlich, was haben Sie gemacht? Gelesen, selbstverständlich. Um Sie rum, 1000 Leute, Maskenbildner, alle möglichen. Es war Ihnen vollkommen wurscht, Sie haben gelesen. Was war das letzte Buch, das Sie vor der Sendung gelesen haben? Ulla Lenze, Einzelgänger, neuer Roman, erscheint im Frühjahr. Und, wie ist es? Anfang ist ziemlich gut. Ja? Ja. Wie viele Seiten brauchen Sie, um zu wissen, ist scheiße oder ist großartig? Naja, manchmal brauche ich bis zur letzten Seite. Ich denke an die Sachbücher von Thilo Sarrazin zum Beispiel. Ja? Das Gefährliche ist da im letzten Fünftel in der Regel deponiert. Die ersten vier Fünftel lesen sich eigentlich ziemlich unstrittig. Ja? Da muss man schon aufpassen wie ein Luchs. Aber in der Regel weiß man nach 30, 40, 50 Seiten, wohin der Hase läuft. Ja? Ja. Also, und so viel sollte man aber jedem Buch auch Kredit geben. Ja. Zu früh zuschlagen bringt auch nichts. Andererseits, es gibt Bücher, da muss ich überhaupt nichts lesen. Da reicht mir schon der Autorenname. Sie glauben doch nicht, dass ich freiwillig einen Autor wie jener aus dem protoliterarischen Urschleim gekrochene Einzeller der Erbauungsliteratur, Paulo Coelho, wenn ich schon den Namen sehe, ja, da gehe ich laufen. Ja, sowas lese ich nur, wenn man mir einen Mörderkohle, ja, säckeweise vor die Tür stellt. Ja. Dann vielleicht. Mhm. Oder Sebastian Fitzek oder sowas. Ja, grauenhaft. Ja. Ja. Oder Bettina Wulff. Naja, die hat meines Wissens, jedenfalls von ihr habe ich nur eines gelesen. Ja, es gibt auch nicht mehr und das reicht auch. Also mir schon. Ja, aber wenn Sie dann sagen, da muss dann jemand kommen mit wahnsinnig viel Geld, gibt es dann, sagen wir mal, so Bestechungsversuche von Verlagen, die anrufen und sagen, Herr Scheck, also wir sind ja ein junger Autor, der ist ein großes Talent, wir wissen, das wird was, ist noch nicht so, aber vielleicht können Sie über die Seiten mal hinwegsehen, die noch nicht so sind, wir würden Ihnen folgende empfehlen und folgende Summe. Absolut. Ich habe ja in kleinen Magazinen angefangen, dann kam ich zum Radio, dann zum Fernsehen. Ich war in der Jury vom Ingeborg-Bachmann-Preis, vom Deutschen Buchpreis, in vielen Jurys. Und ich habe immer gedacht, Mensch, irgendwann musst du doch mal die kritische Masse, buchstäblich Höhe, pun intended, auf die Waage bringen, um jetzt mal bestochen zu werden. Also zumindest der Versuch, das Köfferchen auf dem Hotelzimmer, der Umschlag, irgendwas. Und soll ich Ihnen sagen, offenbar bin ich noch nicht wichtig genug. Keine Sau hat je versucht, mich zu bestechen. Nein! Nichts! Kein Anruf, kein Umschlag, kein Köfferchen. Was mache ich falsch? Ja, ja? Da können wir heute. Also, Herr Scheck. Nein, nein, es ist. Mein Verdacht ist, dass diese Buchbranche inzwischen so pauperisiert ist, dass einfach gar nicht mehr genug Geld vorhanden ist. Für sowas. Dann können wir heute ja mal die Gelegenheit hier nutzen. Geld, ja, in einer Fernsehsendung. Liebe Verlage, liebe Literaturagenten, wenn Sie einen Autor haben, an den Sie nicht glauben, bisschen glauben oder auch sehr glauben, vollkommen egal, wenn Sie glauben, Sie brauchen mal eine richtig gute Rezension von Dennis Scheck. Hier ist der offizielle Aufruf. Herr Scheck ist käuflich. In seiner Moment, Sendung. Das habe ich nicht gesagt. Ja, egal. In seiner Sendung, druckfrisch, können Sie
verehrter Verlag, der erste sein, dessen Buch gegen Bezahlung vorgestellt wird? Oder soll man ein anderes Medium nehmen? Wo würden Sie veröffentlichen und wie viel würden Sie wollen für einen Verlag, der dann, also für eine Kritik, die nicht gut ist? Ich möchte in einer Branche arbeiten, wo wie in den anderen Teilen der deutschen Industrie Korruption einfach Alltag ist. Ich möchte mich nicht immer vor meinen Kollegen von Siemens oder der Deutschen Bank oder sowas schämen. Ja, so nach dem Motto, du Billigheimer, du wirst noch nicht einmal bestochen, man hat es noch nicht mal versucht. Ich kann doch diesen Menschen, diesen Frauen, diesen Männern nicht mehr in die Augen sehen bei so einem Abendessen. Pah, sie werden noch nicht mal bestochen. Wichtig ist... Ja, was soll ich denn zu jemandem sagen, der bei VW arbeitet? Absolut. Wichtig ist, wenn wir jetzt aufrufen, wir müssten jetzt einfach auch mal eine Summe nennen. Also für so ein, wo der Verlag sagt, wir wissen, es ist nicht besonders, aber wir brauchen eine gute Kritik von Scheck. Aber man muss mal kurz überlegen, was für Schriftsteller wäre denn das? Es müsste jemand sein, der wirklich nichts kann. Ja. Also so jemand wie Sebastian Fitzek. Ja, Sebastian Fitzek. So, also, jetzt hat Fitzek einen neuen Roman geschrieben, der Verleger guckt jetzt zu und jetzt eine Summe. Der aktuelle Verleger von Sebastian Fitzek gesagt, ach nö, das habe ich keine Lust mehr, das lohnt sich nicht mehr. Der Drömer Verlag. So, genau. Und da kommt jetzt ein neuer Verlag und der ruft jetzt an. So. Preis für Drömer, Preis für neuen Verlag. Fitzek. Bei Fitzek? Ja. Also da müsste, glaube ich, Inflation wieder in Deutschland herrschen. Das müsste in die Billionen gehen. Ja. Das ist, glaube ich, mit dem aktuellen Bundeshaushalt nicht zu stemmen. Ja. Sie sind ganz schön teuer. Hey, hören Sie, ich bin in der ARD. Was haben Sie erwartet? Ja, natürlich. Ja. Sie haben vorhin selbst gesagt, es ist eine Branche, in der immer weniger Geld vorhanden ist. Es gibt ja auch eine erstaunliche Paradoxie. Es wird ja sehr viel darüber geklagt, dass hunderttausende Leser weggebrochen sind, sagt mindestens der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Auf der anderen Seite ist mein Gefühl, mittlerweile gibt es weniger Menschen in Deutschland, die noch kein Buch geschrieben haben, als Menschen, die es getan haben. Ja. Wie ist diese Paradoxie zu erklären? Das ist vor allem aufgrund der Zunahme von Satire-Sendungen in den dritten Programmen und des Geltungsdrangs der Moderatoren. Dadurch kommt da sehr viel. Das andere... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich erkläre es Ihnen hinterher. Der erste Gast, ich verstehe seine Witze nicht. Wo ist der Zusammenhang? Ich verstehe das schon. Ich weiß, was er meint. Ich hatte hier auch ein paar Notizen, die ich ganz gut fand. Wollte ich Ihnen nachher noch mal zeigen. Ja. Also, dass man da vielleicht... Wir sprechen. Ja. Nein, aber ernsthaft, das ist immer, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Es ist in der Tat so, dass zum ersten Mal seit Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg, vor rund 500 Jahren den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hat, die Zahl der Leser in Deutschland sinkt. 500 Jahre stieg die und jetzt lesen plötzlich weniger in Deutschland. Mir kommt es so vor, als hätten Teile meiner Mitmenschen von einem auf den anderen Tag beschlossen, sich nicht mehr zu waschen. Ich bin sehr ungern unter Menschen, die sich nicht waschen, und ich bin sehr ungern unter Menschen, die nicht lesen. Andererseits, wir alle haben es in der Hand, es zu ändern. Keine Stimme für Nichtleser wäre schon mal ein guter erster Schritt. Bei der Bundestagswahl? Zum Beispiel oder bei jeder Wahl. Auch beim Betriebsrat und so weiter. Aber viel effektiver wäre kein Sex für Nichtleser. Ja? Also die Frauen haben es in meinen Augen in der Hand. Welche Diktatur möchten Sie errichten, in der Sie in der Lage sind zu überprüfen, ob ein Mensch Sex hat oder nicht? Mich interessiert überhaupt nicht, ob der Sex hat oder nicht. Mich interessiert, was er liest und ob er liest. Aber wenn er nicht liest, müssen Sie irgendwie überprüfen, ob das Sexverbot eingehalten wird. Nein. Soweit haben Sie nicht gedacht, Herr Literaturkritiker. Doch, soweit habe ich schon gedacht. Das lässt sich aber durch einige Fangfragen über zum Beispiel den Sex bei Effi Briest. Wir leben und wir lesen ja im Fontane. Ja. Fontane hätte Ende Dezember seinen 200. Geburtstag feiern können. Aber in diesem Ehebruchsroman, dem deutschen Ehebruchsroman schlechthin, Effi Briest, muss man ja echt aufpassen wie ein Luchs, weil die haben heißen Sex in den Dünen der fiktiven Ostseestadt Kessin. Aber wie beschreibt der Meister der Dezenz Theodor Fontane das? Da geht mal ein Schleifchen auf, da ist mal eine Brosche verrutscht, da hat man mal ein leicht gerötetes Bäckchen, was beim Spazierengehen in den Dünen schon passieren kann. Beim ersten Lesen habe ich das nicht begriffen, dass die Vögel wie die Affen, ja, hinter der Bühne,
Ja, das war mir absolut vorbei. Aber ja. Dafür ist Literatur da, ja. Den Blick zu schärfen. Man aber sieht dann plötzlich Dinge, die man sonst nicht bemerkt hätte und führt ein reicheres und schöneres und übrigens auch spannenderes Leben. Ja, aber ich sag mal, so eine Szene wie Hopsa, da ist eine Brosche verrutscht. Also das kennt die jüngere Generation auch von den ersten 30 Sekunden bei YouPorn. Nee, der Sex bei Effi Briest ist dann doch etwas nachhaltiger. Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Nachhaltiger Sex ist auch ein schönes Wort. Ja. Ich meine, auch die Literaturkritik muss auf Greta reagieren. Ja, nachhaltiger Sex. Das bringt mich auf Robert Habeck. ein Literat, der... Haben Sie da Erfahrungen? Wie ist er denn so? Hier in der Sendung war er sehr nett. Ja, okay, nee, ich meinte den nachhaltigen Sex mit Robert Habeck. Ich weiß nichts Gegenteiliges, aber ich gehe davon aus, ich bin das falsche Geschlecht, um das zu beantworten. Ja. Oh. Ja. Aha. Ich wollte eigentlich literarisch mit Ihnen sprechen. Herr Habeck und seine Frau sind Autoren. Ja, richtig. Und genau. Und ich wollte mit Ihnen darüber sprechen, dass jetzt ein Autor oder ein Schriftsteller in die Politik gewechselt ist. Für wen ist das schlimmer, dass die Literatur ihn verliert oder dass die Politik ihn gewinnt? Da ich nie eine Zeile von Robert Habeck gelesen habe. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich enttäuscht. Es gibt 90.000 Publikationen jedes Jahr. Sie lesen jede, haben Sie gesagt. Und jetzt haben Sie den Habeck nicht gelesen. Moment mal. 90.000 Neuerscheinungen pro Jahr ist richtig. Ich lese davon etwa 150 im Jahr. Wie wählen Sie die eigentlich aus? Ich habe einen Lieblingshelden in der Literatur. Das ist Lord Peter Wimsey, der Serienheld von Dorothy Sayers. Und der hat ein Motto. Wherever my fancy takes me, wherever my whimsy takes me, Entschuldigung. Das ist ein Mann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen von mehreren Millionen Pfund, einem sehr schönen Daimler, also einem Jaguar in der Luxusausfertigung und einem Butler. Mit anderen Worten, der macht nur, wozu er Lust hat. Und der war, als ich den zum ersten Mal so mit 15, 16 las, immer mein Karrierevorbild. Und inzwischen bin ich soweit. Also ich lese das, was mir gefällt. Herr Scheck, lassen Sie uns noch über Ihr eigenes neues Buch sprechen. Schecks Kanon, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur, haben Sie einmal zusammengefasst. Und ich war erstaunt, es sind 100 sehr unterschiedliche dabei. Es ist Timo Struppi dabei, es ist Harry Potter dabei, es ist Herr der Ringe dabei. Schiller nicht, Grass nicht, Böll nicht. Also bisher haben Sie so im Gespräch den Eindruck auch eher des Hochliteraten gemacht. Aber warum beispielsweise Schiller und Böll überhaupt nicht, dafür aber Harry Potter? Naja, ganz einfach, wenn man den größenwahnsinnigen Versuch macht, als einzelner Literaturkritiker einen Kanon zu definieren. Auch ich weiß, dass die wahren kanonisierenden Instanzen keine einzelnen Literaturkritiker sind, sondern die Gesellschaften, in denen wir leben und die Zeit, die vermögen einen Kanon zu definieren. Ich kann nur einen vorschlagen. Wenn man das also macht, dieses schöne, größenwahnsinnige Spiel, dann sollte man sich an die Regel von Thomas Pynchon halten. Der gab angehenden Autoren mit auf den Weg, kill your darlings. Von daher unserem baden-württembergischen Landsmann Schiller, dem wäre ich natürlich sehr zugeneigt, aber der Rest der Welt hat Schiller nie wirklich rezipiert. Der war zwar Ehrenbürger der Französischen Revolution, damit hörte aber seine Außenwirkung außerhalb Deutschlands auch ziemlich aus. Also Goethe, klar, und andere Autoren, die drin sind, es ist ja nun wirklich genügend Hochliteratur da, aber wenn wir ehrlich sind, Heinrich Böll, ich lebe in Köln, aber außerhalb von Köln hält niemand Heinrich Böll mehr für einen wirklich wichtigen Autor. Ja, und außerhalb von Heinrich Böll hält auch keiner mehr Köln für eine wirklich wichtige Stadt. Das ist... Damit haben wir aber heute ein perfektes, also das ist das Schrödersche Gesetz, würde ich sagen. Damit kommen Sie nach Wikipedia, in Wikipedia. Das ist wirklich sehr gut. Es gibt eine reziproke Wechselwirkung zwischen Heinrich Böll und Köln. Nämlich, das sind zwei Sitzriesen, die einander begegnen und im Blick füreinander immer mehr zusammenschrumpfen. Großartig. Schön. Den einzigen, den ich wirklich bedauere, nicht im Kanon aufgenommen zu haben, von den Zeitgenossen, muss ich zugeben, ist Günter Grass, die Blechtrommel. Das hätte schon sein müssen. Aber andererseits, es gibt 80 Millionen Deutsche, 7 Milliarden Weltbevölkerung. Allzu viele Deutsche dürfen bei den 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur, das fängt ja bei Homer an, wirklich nicht vorkommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank für den Besuch. Das ist das Buch, meine Damen und Herren, Schecks Kanon. Lesen Sie es. Es ist allemal besser und wichtiger als Reich Ranitzkis Kanon, wo nicht einmal
eine oder höchstens eine Frau vorgekommen ist. Herr Scheck, ich danke Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause und machen Sie mir keine Schande und machen Sie einen anderen Beruf als den, den Sie machen. Sie beherrschen ihn nicht, außer heute. Da waren Sie gut. Dankeschön. Dennis Scheck, vielen Dank für den Besuch. Danke. Dennis Scheck, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke.